Was bedeutet für mich Musik? Ich kann es nicht mit einem Wort beschreiben. Es ist unmöglich. Also es ist einfach zu facettenreich. Ja, also diese Frage musste ich neulich schon mal beantworten und ich meine, die taucht natürlich immer wieder auf. Also Musik ist einfach Bestandteil, wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ohne die wäre es halt stumm und leer. Und ich glaube tatsächlich daran, auch wenn das vielleicht ein bisschen altmodisch oder kitschig klingt, glaube ich schon daran, dass Musik die Welt oder die Menschen verändern kann. Ich will ja eigentlich pathetisch werden, aber es ist schon mein Leben. Die Musik ist eine Diva. Ja? Die ist manchmal ein bisschen zickig, aber ist natürlich eine Diva und eine fantastische Sache. Musik entsteht nur jetzt. Nur hier. Wir können es nur einmal hören, wir können es nicht zweimal hören zur gleichen Zeit. Wir können nur jetzt absolut in diesem Moment sein und das genießen. Christine Klaas für eine große Sängerin, die, sage ich jetzt mal, natürlich nicht ausschließlich Jazz singt. Sie ist also was Besonderes. Sie macht Jazz, sie macht andere Musik, sie macht Kunstsprache. Ja, dass sie also internationale Dinge, genauso wie nationale Dinge, also in einer wirklich sehr emotionalen Art rüberbringen kann. Die Christine ist eine tolle Frau, neben dem sie eine wunderschöne Stimme hat. Und ich immer wieder beeindruckt bin, dass sie, also wie sie interpretiert, singt, mit welcher Leichtigkeit ihre Stimme klingt. Erstmal ist es eine Sängerin mit großer Ausstrahlung und da hat sie hervorragende Begleitmusiker. Die Stimme auf hohem Niveau, die Musiker, das ist alles auf sehr hohem Niveau. Ich glaube, dass die Art des Musizierens mir persönlich sehr zugesagt hat. Auch die Art und Weise, wie die Band produziert hat. Also man hat sich nie verstellt. Man hat zwar unterschiedliche Interpretationsformen auch innerhalb verschiedener Zeiträume gefunden, aber man hat dieses Projekt immer wieder erkannt. Das ist natürlich auch der Stimme von Christine Klaas zu verdanken. Und mit dieser Stimme zu arbeiten, eine eigene Sprache für die Stimme zu empfinden, das sind schon so Besonderheiten, die man durchaus sozusagen in einer Künstlerin schätzt. Ich bin Christine Klaas, bin Sängerin, bin Musikerin seit vielen Jahren, habe sozusagen Gesang studiert und bin seit circa 10 Jahren mit meinem eigenen Trio deutschlandweit, aber auch in Österreich und Schweiz auf Tour. Und zu diesem Trio-Projekt gibt es aber noch eine Banderweiterung, nämlich Lux Six. Und ja, ich lebe sozusagen meinen Traum, auch wenn das manchmal schon doch ein bisschen abgedroschen klingen mag, aber ich bin einfach, ja, lebe von der Musik. Jemand, der schon einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack hat und
Ich höre auch so phasenweise bestimmte Musik. Also ich würde mich jetzt nie auf eine Stilistik einfach einlassen oder festlegen, sondern ja, ich laufe wirklich mit offenen Ohren sozusagen durch die Gegend, höre auch viel Radio und lasse mich einfach inspirieren. Ich würde mich auch nie festlegen wollen. Also ich habe immer die Affinität zum Pop, ich habe die Affinität zum Jazz und ich finde einfach dieses, was man selber daraus sozusagen mit den Basics, die man auch gelernt hat, vielleicht auch aus dem Studium, das Handwerk, das ist ja wie bei so einer Sprache, wenn man auch Jazz lernt, weil das doch sehr komplex ist, versuche ich das mit dem, was meine Einflüsse sind, sozusagen zu mischen. Und ich mag immer das an, eigentlich mich sozusagen, ich bin Grenzgänger. Mein Name ist Christoph Reuter, ich bin Pianist und Komponist und Arrangeur und spiele bei der Band Lark Six zum Beispiel mit der Christine Klaas zusammen. Und ich habe Klavier studiert und Komposition studiert in Leipzig und in Berlin und reise durch die Welt und spiele Musik und freue mich daran. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Christoph und ich uns zuerst begegneten in meiner Heimatstadt in Bernburg, die ja sozusagen in Sachsen-Anhalt liegt. Und das war eine rein zufällige Begegnung und er hat einfach damals meine Stimme gehört. Ich war in einem Studio und da hat mir ein Studio-Ingenieur hat mir die Stimme vorgespielt, die fand ich so toll. Habe ich gesagt, das wäre mal toll, wenn wir uns mal kennenlernen würden, ob wir musikalisch was zusammen machen können. Und daraufhin hatte er viele, viele Songs geschrieben. Und dann kam es zu der ersten Begegnung und wir haben uns erstmal musikalisch angenähert und es hat einfach so gut gepasst und wir haben quasi dieselbe musikalische Sprache gesprochen. Und damals hatte Christoph in Dessau noch ein etwas größeres Projekt und irgendwann haben wir gemerkt, wir möchten noch ein bisschen musikalisch noch mehr den Fokus auf meine Stimme sozusagen lenken. Und dann kam es dazu, dass wir Lark Six gegründet haben. Wir wollten gerne so eine kammermusikalische Band haben und Christoph kannte schon die ganzen Musiker von Lark Six. In anderen Formationen haben die miteinander gespielt. Und ja, dann kam das zu der Gründung und uns gibt es wirklich schon eine ganze Weile. Ich glaube seit 98, 97, 98, glaube ich, ja. Es ist kein Geheimnis, dass wir ja nun alle aus Sachsen-Anhalt sind und man hat dort meistens auch seine Connection, seine Verbindungen auch zu bestimmten Veranstaltern und die Veranstalter von Women in Jazz, vor allem Ulf Herden, ist uns sehr wohlgesonnen und wir haben jetzt schon ein paar Mal mit ihm auch gearbeitet und ich denke mal dadurch, dass wir schon Erfahrung als Band haben, auch mit einem Klangkörper wie einem Orchester zu spielen, kam er einfach mit der Anfrage zu uns, ob wir uns vorstellen könnten, innerhalb des Festivals mit Lark Six und dem Orchester zu spielen, ja. Wir haben Christine Klaas, ich glaube, zum zweiten Festival mit ihrer Band begrüßen dürfen. Wir haben Christine Klaas mit einem Chor präsentieren dürfen und jetzt sozusagen mit der Staatskapelle Halle. Also die große Form mit einem großen Orchester, Crossover sagt man dazu. Und man merkt darin, dass man mit Künstlern nicht nur einmal zusammenarbeitet, sondern dass man sich, und das ist das Schöne an dem Festival, auch immer wieder treffen kann und neue Projekte gemeinsam entwickelt. Ja, und jetzt ist es halt so, dass wir bei dem jetzigen Projekt in einem Meer von Tönen Songs spielen werden, von der letzten Platte teilweise arrangiert, dann ganz neue Songs, die wir extra für diesen Abend neu geschrieben haben. Und was halt uns vor allen Dingen fasziniert, ist, dass man halt versucht, größere Bögen, sinfonische Bögen zu schaffen, aber trotzdem die Songs nicht außer Acht zu lassen. Dass man halt versucht, diese beiden Welten, der Sinfonik und der Band, der schönen Songs zusammenzubringen. Es ist immer was Besonderes, einfach auf einen fremden Klangkörper zu stoßen. Vor allem, ja, es ist ein Crossover-Projekt. Klassik trifft Jazz, Pop. Und ich will einfach, dass wir
schön zusammen Musik machen. Ich freue mich immer unglaublich, dass es möglich ist, dass wir einfach unsere eigenen Songs spielen, also wirklich keinen einzigen Song covern. Und dass es dann einfach nochmal so unglaublich veredelt wird, wenn ein Orchester dazu spielt. Also ich freue mich eigentlich wirklich unglaublich wieder auf die Begegnung überhaupt mit einem Orchester. Jetzt der Staatskapelle, die ich vorher noch nicht kannte, aber den Dirigenten kenne ich ganz gut. Und ich freue mich einfach auf das musikalische Erlebnis. Also mir macht es unglaublich Spaß, mit Orchestern zusammenzuarbeiten. Mir macht es unglaublich Spaß, für Orchester zu schreiben. Ich habe das große Glück, dass ich da einige Arrangements dazu beisteuern darf und einige Kompositionen. Und das macht mir einfach, also sagen wir mal so, es war ein Moment, wo ich das erste Mal ein Orchester gehört habe und ich fand es grandios. Weil auch wenn man halt auf einem Keyboard spielt, weiß man auch, wie so ungefähr so ein Streichersound klingt. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, im Entferntesten, was ein Orchester kann und was, wie ein Orchester klingt und wie reichhaltig ein Orchesterklang ist. Und wenn man das einmal erlebt hat und einmal mitten in so einem Orchester gesessen hat, dann ist man, also man ist verliebt in diesen Klang und man will ihn wieder haben und man will ihn so oft haben, wie es geht. Eine Leseprobe, einige Arrangements sind neu und nachmittags kommt die Band dazu. Jetzt geht es mal heute erst ja noch darum zu sehen, was macht die Band, wie muss das Orchester nochmal anders auf eine Band reagieren, als nur auf den Dirigenten sozusagen. Wie muss ich auch, für mich sind es auch einige Stücke neu halt, einige haben wir schon in vergangenen Konzerten gemacht, einige sind auch jetzt total neu. Muss ich einfach auch mal sehen, wie ist da so diese Interaktion, gerade im Zusammenspiel mit Christoph Reuter, das ist ja doch immer eine sehr spannende Sache, weil er sich auch in jedem Konzert irgendwas anderes einfallen lässt, um einen so ein bisschen auf die Probe zu stellen. Aber das ist das Schöne daran, weil es lebt einfach und entsteht im Augenblick und das macht sehr viel Spaß. Also Herr Hausmann und wir sind so. Und das macht total Spaß, mit ihm zusammen Musik zu machen und da braucht man keine Sorgen sich machen, das ist sehr schön. Heute Nachmittag sind wir noch nur die Band ohne Gesang, das ist also eine Steigerung von Probe zu Probe. Nächsten Sonnabend, wenn dann das Konzert ist und wir alle zusammenkommen, dann wird es natürlich nochmal eine Steigerung sein. Klarer wird das im Wechsel mit den Hammern. Nehmen wir mal noch Celli und Bässe bitte mit dazu. Celli, Bässe und alle Bläser. 35. Natürlich ist ein Orchester, sage ich jetzt mal, ein
großes Instrumentarium, was sich vielleicht etwas schwerer bewegen lässt als eine Band aus 6 Mitgliedern. Aber ich denke auch sozusagen, dass die Staatskapelle plötzlich dieser Musik ein völlig neues Gesicht geben wird. Und das macht die Sache, glaube ich, sehr spannend. Es ist natürlich so, dass wir auch als Band, das ist immer die große Schwierigkeit, ist, wie kann man die beiden Sounds angleichen, dass der eine nicht zu laut ist und keiner zu dominant ist, dass es einen ausgeglichenen Klang gibt, ohne dass man sozusagen da das Gefühl hat, oh, da ist eine ganz schöne Rockband am Start, die halt so laut ist, dass man das Orchester gar nicht mehr hört. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, also hauptsächlich der Klang. Und dann ist natürlich auch so, dass wir viele Sachen improvisieren. Und in den Noten stehen natürlich dann so gewisse Zeichen drin. Das Orchester muss nicht improvisieren, aber bei der Klassik ist es oft so, dass sozusagen alles ausnotiert ist von vorne bis hinten. Bei uns ist sehr viel auch Freiraum. Wir versuchen es dann auch zu nehmen, dass wir einfach die Möglichkeit haben, da auch spontan zu agieren. Und da muss das Orchester eben auf uns hören und wir miteinander kommunizieren. Das Gute ist, wir haben einfach Erfahrung damit und ich finde das auch gar nicht spürbar anders. Also ich denke, auch in dem Programm wird es das ein oder andere Lied geben, wo wir sozusagen uns den Freiraum nehmen. Also wir werden auch einen Song ohne Orchester spielen, wo man natürlich musikalisch ein paar Freiräume hat. Aber ansonsten muss man ja so einen großen Apparat auch irgendwie zusammenhalten. Und dann müssen alle wissen, wie viele Takte gespielt werden, weil das Orchester spielt einfach weiter. Es wird immer weiter spielen. Ich will mal kurz klären. Es geht ganz normal weiter, ne? Und ich gebe den nächsten Einsatz in 138. Das war. Können wir nochmal das Meno Mosso machen? Dritter nach zwei. Bop, bop, bip, bop. Okay, gut. Lauter, also ein bisschen. Genau. 123? Genau. Ja. Man muss sozusagen eigentlich die Sachen von der Band so gut kennen und so gut wissen, was die tun, dass man das eindeutig und unzweifelhaft ans Orchester weitergeben kann. Es gibt ein paar Stellen natürlich auch, wo man mal selber so ein bisschen, oder wo das so im Augenkontakt mit den Leuten von der Band passiert, dass man sich so wirklich gemeinsam anschaut und was passiert jetzt. Und dann ist ganz klar, jetzt ist der Moment, wo die nächste musikalische Schleife erreicht ist. Ich denke, wir, die wir im Orchester sitzen, wir sind schon natürlich sehr an diesen Notentext immer gebunden. Und gerade dadurch, dass wir das auch von Anfang an so gelernt haben, fehlt uns schon, denke ich, ein bisschen diese Freiheit, einfach da loszulassen und sich einfach nur auf die Harmonien auch einzulassen und da sich auch zu trauen, einfach zu improvisieren. Da haben wir schon unsere Schwierigkeiten. Weil also richtig Jazz zu spielen, das ist auch eine eigene Art. Die muss man auch können. Speziell Jazzmusik, sie kommt ja quasi auf seine bestimmten Ecke, ja, und spiegelt dann wieder die Art, wie die Leute geliebt haben, wie sie denken, wie sie singen, wie sie tanzen. Ja. Das ist bei klassischer Musik ist bestimmt auch drin. Aber es ist sehr, 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 kann ich das sagen, es ist sehr viel, klassische Musik hat sehr viel Theorie, sehr viele Regeln. Ja. Diese Regeln natürlich muss man behalten, wie in jede Kunst, ja, die klassisch ist. Wie groß ist tatsächlich der Unterschied? Ich meine natürlich, die klassische Musik, vor allen Dingen die sinfonische klassische Musik, ist halt doch relativ fest notiert, aufnotiert. Das ist wirklich, die Komponisten schreiben und je später die Geschichte fortschreitet, also so Beginn des 20. Jahrhunderts, haben die Komponisten halt doch auch schon eigentlich alles in die Partituren reingeschrieben, was sie vom Orchester hören wollen. Das war zum Beispiel im Barockzeitalter, also sagen wir mal zwischen 1650 und 1760, 70 auch noch anders. Da wurde eben auch eigentlich noch mehr improvisiert, wurde auf einer Grundlage, die der Komponist geschaffen hat, wurden Improvisationen gespielt, wurden Kadenzen, Verzierungen erfunden. Deswegen finde ich immer, dass Jazz und Barockmusik sehr ähnlich sind oder sehr eng zusammen sind. Ich habe eigentlich eine klassische
Musikausbildung genossen und vermisse allerdings gerade das Improvisieren sehr. Ich meine, wir haben hier im Orchester auch Kollegen, gerade die Schlagzeuger, die auch in verschiedenen Formationen auch in der Band spielen. Und ich habe das Glück, auch von zwei von Ihnen angesprochen worden zu sein, dass wir in die Schulen gehen, also auch in weiterführende Schulen und den Jazz als solches vorstellen. Wir spielen natürlich auch ein paar Songs zusammen und ich versuche dann zu improvisieren und habe mir ja, das auch vorgenommen, es intensiver zu betreiben. Ich versuche auch immer in Konzerten so eben diese direkte Konfrontation etwas provokant aufs Programm zu setzen, dass man eben auch zeigt, beides ist Musik. Und was heißt beides? Ich meine, E-Musik ist ein Riesenbegriff. Das geht von 1600 Monteverdi bis zeitgenössische Musik heute. Genauso ist U-Musik ja ein Begriff, der über Bebop und Funk und Heavy Metal und Jazz und Reggae und was weiß ich nicht alles, das kann man ja auch nicht so in eine Kante schmieren. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man die Vielfarbigkeit dieser ganzen Musikbereiche einfach zeigt und auch zeigt, dass alles auch nebeneinander funktionieren kann und seine Berechtigung hat. Das kann auch sehr interessant werden. Ja, weil es ist natürlich so eine Bereicherung. Wir sind wirklich, also ich kann nur von mir sprechen, ich bin wirklich, sagen wir mal auf Deutsch, stinkklassisch und manchmal bin ich dann auch zu konservativ und sage, ja, was soll das? Aber wenn man das macht irgendwann, dann wird es einem interessant und es ist doch auch Musik. Ja. Das Spannende ist, dass ja jeder von dem anderen was lernen kann. Also wir können natürlich diese, also die Artikulation und vor allen Dingen auch die Feinheiten, die klassischen Musiker halt haben, das macht halt totalen Spaß, das zusammenzubringen mit dieser Improvisationskunst, die wir halt haben, diese beiden Welten zu vereinen. Ich war sehr aufgeregt, wie das alles läuft, ob man sozusagen miteinander klarkommt. Aber wir haben festgestellt, dass wir doch mehr Musiker kannten, als wir dachten. Und wir haben uns sehr gefreut und war eine sehr schöne Probe. Vor allem die erste Probe ist immer aufregend, ob die Noten alle stimmen, ob alles so funktioniert. Es hat gut geklappt. Sind wir ganz zuversichtlich für nächste Woche. To rest after all, slowly, slowly down the hill, he lets the marble roll. Day in and day out, in search of remedy. Day in and day out, we feed ourselves on memories, canned peaches, bottled sunbeams. Ich war ja bei der letzten Probe nicht dabei, demnach war es für mich auch ein schöner Überraschungseffekt. Also sind ein paar schöne Sachen passiert, die ich einfach toll finde und bin wirklich gespannt, wie das dann im Konzert ist. Nochmal eine ganz andere Energie, das trägt nochmal ganz anders. Also es ist auch eine sehr konzentrierte Phase bei einer Probe. Also da kann man noch nicht so wirklich von einem Genuss oder von sich fallen lassen reden, weil einfach man sehr, sehr genau überlegt, wann sind die Einsätze und man muss einfach volle Konzentration haben. Und beim Konzert ist es nachher, glaube ich, eher so fliegen. Aber wenn man weiß, dass der Teppich schön flauschig ist und gut geputzt, dann funktioniert das ziemlich gut. Ich bin wirklich gespannt. Also wir sind sehr, sehr hebelig auch schon. Rusty patterns, shed brown tears in the rain. Wir haben also
doch die Stücke noch einmal durchgespielt. Der Dirigent, der hat halt noch mal viele Tipps uns gegeben und gesagt, wie er was haben will, ein paar Improvisationen eingebaut, sodass doch vor allem die Schlagzeuger noch ein bisschen mehr zu tun haben. Und ich denke mal, es wird sehr schön heute Abend. Life's a river and we dance, hindering the fish within it. When there's a problem of the jams, my mind is a stable planet. Macht sehr viel Spaß und wir haben das Gefühl, dass das Orchester auch diesen Abend irgendwie genießt. Insofern, ja, ein gutes Gefühl. Ganz gut an den Gesichtern ablesen, denke ich, dass die auch ihren Spaß dran haben. Der eine oder andere kam schon mal an und hat gemeint, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu laut, kriegen wir das irgendwie anders hin? Ja, da haben wir gesagt, wir können noch lauter. Das ist ja immer so die Sache, wir haben ja jetzt wieder einige Jahre nur in der Band gespielt und es ist wieder schön, mal mit diesen großen Klangkörpern, und es ist aber auch gut zu merken, dass wir eigentlich gut miteinander hinkommen. Also wir freuen uns natürlich immer, wenn es dann zum finalen Konzert kommt, wo man dann mit dem Orchester auf der Bühne schon steht und dann spielen darf. Und das macht natürlich große Freude. Es ist natürlich eine tolle Sache. Ich meine, das ist das, weswegen wir Musik machen lieben, dass wir zusammen ein Konzert machen können, vor Leuten spielen, mit vielen Menschen auf der Bühne stehen. Das ist toll. Goes to rest after all. Slowly, slowly down the hill, he lets the marble Aber ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz entspannen. Wir sind alle sehr früh aufgestanden, was wir nicht so gerne mögen. Deswegen brauchen wir noch mal eine Tüte. Auch bei der Berufswahl. Tüte genau. Schlaf, ja. Es ist ungewöhnlich, dass man so lange auf einen Konzertbeginn wartet. Also normalerweise ist es so, man kommt irgendwo hin, dann richtet man sich kurz ein und dann hat man auch noch eine Stunde Zeit. Und dann geht es auch schon los. Das ist jetzt relativ ungewöhnlich, dass man noch so lange sitzt. Also wir vertreiben uns die Zeit damit, dass wir mal ein Wort miteinander wechseln, was ja selten der Fall ist. Wir stellen fest gerade, dass wir uns was zu sagen haben. Es ist ja viel Zeit, um auch dummes Zeug zu erzählen. Und das genau. Ist eigentlich die Regel dann kurz vorher. Also vorbereiten tue ich mich eigentlich immer dahingehend, dass ich halt mich einspiele zu Hause und ja, natürlich beim Sachenpacken gucke, ob ich alles dabei habe. Nicht, dass dann irgendwas fehlt, wie heute Vormittag, als ich ins Haus kam und bemerkte, ach du meine Güte, wir sollten uns ja schon schwarz kleiden. Das war ein kleiner Sprint, der dann vonnöten war, als ich nochmal nach Hause eilte und die Sachen. Naja, aber das ist heute jetzt abends natürlich alles in Ordnung. Erstmal stimmt man die Geige und zweitens, natürlich muss man sich irgendwie einfach konzentrieren, wenn man auf die Bühne geht. Das war nicht so. Ich lasse nur die Zeit verstreichen. Also meine Art von Lampenfieber ist eigentlich die, dass ich total müde werde davor. Das ist heute nicht so, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Ich bin einfach sehr in sehr positiver, euphorischer Vorstellung, kann ich sagen. Christine Glas gekommen. Wegen Lauxix, Christine Glas. Wir kennen die Künstlerin schon, Christine Glas, und da wissen wir eigentlich schon ein bisschen, dass uns heute was sehr Schönes erwartet. Ich bin allgemein Jazz interessiert und da läuft einem Christine Glas irgendwann mal über den Weg. Ja, es ist ein spannender Abend. Christine Glas ist für mich klar der Renner und das Ganze kombiniert natürlich mit der Staatskapelle Halle und ich denke, das wird ein beeindruckender Abend. Also ich bin sehr gespannt, weil mit diesem Orchester, das finde ich einfach eine spannende Kombination. Keine Ahnung, wie es wird. Ich freue mich natürlich sehr, dass Christine Glas und ihre Band heute zusammen mit der Halleschen Staatskapelle spielt. Das hat nochmal so einen besonderen Kick. Christine Glas, Lark Six.
hat sich rumgesprochen. Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs. Und das ist der grüne Abschluss heute. Können wir schon reinsetzen? Nein, noch nicht einsetzen. Nein? Aber. Bitte gemeinsam einsetzen. Nein, ich bin gut drauf. Ich nehme es schön. Wir haben hoffentlich einen guten Flug und ich bin sehr glücklich über die Wetterlage. Diese Hormonausschüttung, die man kurz vorher hat, weil man irgendwie so aufgeputscht ist, das ist irgendwie nicht mit Geld zu bezahlen. Aber wir kriegen ja sogar einen Traum. Ich freue mich sehr drauf, außerordentlich. Und ich denke, es wird ein Fest. Sehr positiv, ich freue mich. Orchester steht schon hinter der Bühne, ist schon gespannt, stimmt schon ein. Unsere Solistin ist schon im hübschen Dress. Ich auch. Ne? Gut, also meist ist es so, dass ich eigentlich nicht mehr reden möchte. Ja. Einfach aus Konzentrationsgründen. Also das ist so der Teil, wo man einfach gerne sich auch nochmal zurückzieht und nochmal die ganze Energie bündelt. Genau. Und ja, das Adrenalin kommt eh von selbst. Bekommen. Ja, genau. Ja. Wir bündeln uns.
Ja, bin begeistert, wie immer. Bin bei jedem Konzert dabei und wie immer alle Erwartungen erfüllt. Ja. Ja, also ich kannte ja Christine Klaas vorher noch gar nicht, habe jetzt einfach mal mir das spontan angeschaut und muss sagen, es war echt fantastisch. Also hat mir sehr gut gefallen. Man ist begeistert halt. Und sie zieht einen mit in Bann und man sieht, dass allen die Musik Spaß macht und uns als Zuhörer macht es auch Spaß. Zusammenspiel mit dem großen Orchester. Das war ganz wunderbar. Und dass dieses Orchester sich darauf eingelassen hat, auch diese Art Musik zu spielen, das fand ich ganz fantastisch. Unbeschreiblich. Es war einfach unglaublich schön und ich muss mich erstmal sammeln. Das ist irre, wenn man wirklich von der Bühne kommt, sofort zum Publikum strömt, gleich dieses Feedback bekommt. Ich glaube, wenn ich nachher erstmal in der Umkleidekabine bin, dann fahre ich langsam runter und kann das nochmal für mich auswerten. Aber jetzt vom momentanen Gefühl war das einfach gigantisch. Ja, komm mal her. Hier, diese Dame hat mich die ganze Zeit interviewt und ich finde es auch mal an der Zeit, dass sie auch mal vor die Kamera muss, denn die Fragen, die sie stellt, die werden sie nicht hören. Deswegen, hier, sag mal deine Fragen, die du mich gefragt hast. Wie fanden wir denn das Konzert, habe ich genau, gefragt. Genau, ich würde sie fragen, wie fandst du denn das Konzert? Ich fand's toll. Das ist doch schon mal eine Aussage. Das Publikum war super. Es war eine total stimmungsvolle Atmosphäre. Die Leute sind ja irgendwie auf alle möglichen Sachen, wo sie auch einbezogen worden sind, eingegangen. Also man musste sich nicht groß anstrengen. Es war irgendwie wirklich von vornherein irgendwie eine sehr wunderbare Harmonie zwischen Publikum und der Band. Schon sehr, sehr familiär und die haben alles mitgemacht. Das ist so, es war sofort diese Energie da. Das merkt man, wenn man rauskommt, ob die Leute schon dabei sind mit ihrer Energie. Und das war heute so, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Thank you.
vielen, vielen Dank.